gerade aus dem PlayStation-Booth hier in der Business Area und durften einmal die PlayStation VR ausprobieren. Jeweils einen Titel haben wir gespielt und ich glaube, die Marina sollte jetzt erstmal anfangen, was sie so gespielt hat. Ich habe das wunderbare Spiel VR Worlds ausprobieren dürfen. Du sitzt im Grunde neben deinem Kollegen im Auto auf einer Autobahn und als allererstes fängst du an, Sachen durch die Gegend zu werfen, sowas wie einen Trinkbecher oder eigentlich alles, was du greifen kannst. Macht mega viel Spaß. Irgendwann kommen Bösewichte und du musst die Viecher abknallen. Viecher nicht, Leute auf Motorrädern und in Autos. Macht mega viel Spaß. Ist hauptsächlich dazu da, um die Mechaniken zu testen. Es soll weiterentwickelt werden. Das ganze Feeling war cool, es war schnell, es hat Spaß gemacht, es hat überhaupt keine Motion Sickness gegeben, gar keine Pixel gesehen, es war richtig, richtig genial. Mir hat super viel Spaß gemacht und Laura hatte die Möglichkeit, einen zweiten Titel anzutesten. Bitteschön. Und zwar war das Until Dawn Rush of Blood. Ich war überrascht, weil ich öfter mal, also ganz allgemein jetzt nochmal zur PSVR, ich habe öfter gehört, sie wäre verschwommen und pixelig, aber das konnte ich glücklicherweise überhaupt nicht bestätigen. Ich finde sie unglaublich bequem, um auch nochmal meine Meinung zur Brille preiszugeben. Yeah. Aber nun zum Spiel, das ist ein Rail-Shooter, du sitzt in der Achterbahn und es ist furchtbar gruselig und ich glaube, dass ich wirklich aussah wie ein Depp von außen. Man hat auch Fotos von mir gemacht, das ist ziemlich gemein, aber so ist es halt, wenn man eine VR-Brille auf hat. Im Großen und Ganzen zum Spiel, du hast zwei Waffen in der Hand und musst auf Clowns und alles mögliche Puppen. Es ist eine Geisterbahn, genau. Mischung zwischen Achterbahn und Geisterbahn. Halbe Schweinehälften und sowas. Ja. Musst einfach alles abknallen, was hier in den Weg kommt. Und das war es dann eigentlich auch schon. Und obwohl die Achterbahn wirklich auf und ab und im Looping und alles mögliche geht, auch bei mir, kein Zeichen von Motion Sickness und ich kann die PSVR nur empfehlen. Naja, empfehlen noch nicht, es ist ja noch nicht released. Aber ich kann es kaum abwarten, bis sie endlich kommt. Auf jeden Fall.